Sie haben heute auch weltweite Satellitenüberwachung. Auch eine Welt der Wunder. Sie haben praktisch die Kontrolle vom Himmel aus, dass bereits mit Kameras, das sind nur die ersten Fotos, aber man kann auch weiter ranzoomen. Es steht ja hier kein U-Boot, kein versteckter Bunker, entgeht dem Blick der geheimen Spionagesatelliten. Im Ziel der Späher die Terroristen, doch die Überwachung weitet sich aus auf zivile Ziele, selbst Verkehrssünder geraten ins Visier der Superaugen. Und so sieht es dann aus. Hier ist die Straße und dann zoomt man noch weiter ran und dann werden die Aufnahmen schon ziemlich deutlich. Und so kann man schon sehr gut erkennen, man kann sogar bis auf Tassengröße, das ist das, was man zumindest offiziell weiß, man könnte praktisch ohne weiteres vom Satelliten aus diesen Pokal identifizieren. Aber das ist nur das, was zugegeben wird. Ob die Auflösung heute schon noch viel besser ist, man weiß es nicht. Ich will es jetzt auch nicht, weiß es nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, das kann man hier sehr gut sehen, bei Verkehrsflucht, Unfallflucht oder so ist es natürlich unter Umständen ganz hilfreich, kann aber natürlich auch negativ benutzt werden. Und Sie beschreiben in diesem Bericht hier auch beispielsweise, man hat mit diesem Satelliten, mit diesen Spionagesatelliten Keyhole, Schlüsselloch heißt er eben auch, beobachtet, festgestellt, dass bei einem Terroristen das Auto vor der Wohnung steht, vorm Haus. Dann hat diese Satelliteneinheit beim CIA angerufen und innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunde war ein spezielles Einsatzkommando bei diesem Terroristen vor der Tür. Man kann von den Satelliten sogar aussehen, zeige ich euch mal anhand von Wärmebildkameras, in welchem Raum sich die Person befindet. Und man hat dann praktisch dieses Haus von diesem Terroristen gestürmt und hat ihn umgebracht. Innerhalb von einer Viertelstunde war dieser Fall erledigt, dank Satellitenüberwachung und dank CIA. Also Menschenjäger aus dem All. Für die nächsten paar Jahre, 2, 3 Jahre ist geplant, nach Aussagen des Artikels, ein weltweites Netz von Satelliten zu schaffen, was praktisch rund um die Uhr jeden Quadratmeter der Welt überwacht. Also es gibt dann keinen Fleck in dem Sinne mehr, wo man nicht gesichtet sein könnte, außer vielleicht unter der Erde. Ja, also die Freimaurerei ist eine gut organisierte Bruderschaft und so weiter. Ein toleranzverträglichen Begriff von Gott für alle Religionen soll formuliert werden. Dies führt dazu, dass bibeltreue Christen als Fundamentalisten gebrandmarkt werden und immer mehr unter den Druck der Öffentlichkeit geraten. Und das ist, was wir heute natürlich auch schon erleben, dass Fundamentalisten, heute sind es noch muslimische Fundamentalisten, aber bald werden es christliche Fundamentalisten sein. Jemand, der wirklich noch zur Bibel stehen will, der an der Bibel festhalten will, auch an dem Absolutheitsanspruch, wird als Ewiggestriger, als Fundamentalist, er wird mit den Terroristen auf eine Ebene gestellt werden. Der Eurohaftbefehl, auch ein spannendes Thema. Auch wenn wir beispielsweise gegen irgendeine Kirche oder so etwas Negatives äußern, kann sofort gegen uns eine Anzeige gemacht werden wegen Diskriminierung. Und zwar nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern es kann sogar sein, dass meine Äußerung in Deutschland noch straffrei ist. Aber wenn jetzt meinetwegen in Italien sich ein Katholik oder wer auch immer diskriminiert fühlt, kann er mich in Italien anzeigen. Und ich muss dann von den deutschen Behörden nach Italien ausgeliefert werden. Das ist die verschärfte Form des Eurohaftbefehls, die auch bei uns kommen wird. Sie ist zum Glück im Moment noch nicht da. Aber das ist praktisch die Form, wie sie in anderen Ländern schon akzeptiert wurde. Ja, willst du nicht mein Bruder sein? Wir kennen diesen Spruch vielleicht auch. Und so ist es nachher auch im Freimaurertum. Wir meinen, ein tugendhafter Bürger zu sein, bedeutet jemand zu sein, der alles toleriert, außer Intoleranz. Das heißt, wenn wir also beispielsweise uns gegen Homosexualität aussprechen, und dann kann es sehr schnell sein, dass wir natürlich als intolerant gelten. Denn heute wird Toleranz ganz anders verstanden als noch vor 20, 30 Jahren. Toleranz vor 20, 30 Jahren war etwa so, dass man sagt, ich akzeptiere, dass du homosexuell bist, aber ich finde es nicht gut. Heute muss man sagen, ich akzeptiere, dass du homosexuell bist und ich finde es gut. Versteht ihr den Unterschied? So ist heute Toleranz. Und wenn wir heute nicht so reden,
gelten wir sehr schnell als intolerant. Toleranz endet, wenn wesentliche Werte der Gemeinschaft oder der eigenen Person verletzt werden. Aber niemand, wer definiert jetzt, was wesentliche Werte der Gesellschaft oder der Person sind? Deshalb kommt dann auch sehr schnell das Ende der Toleranz. Toleranz sollte immer dann enden, wenn ethische Werte, zum Beispiel Menschenrechte, haben wir den Begriff schon mal gehört? Bei der UNO, oder? Wenn Menschenrechte gefährdet seien, dann müsse gehandelt werden, notfalls womit? Auch mit Kampf. Sehen wir also, wie sich dieses Blatt der Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit sehr schnell wendet und zur Verfolgung, notfalls auch mit Kampf, führt. Und das sehen wir heute in den Nachrichten. Wir sehen das Ende von Gleichheit, Brüderlichkeit, von Menschenrechten. Das sind Bilder, ich habe gerade heute an der Tankstelle gesehen, den Spiegel, den aktuellen. Da ist das Titelbild 60 Jahre Nürnberger Prozess. Ja, es ist praktisch 60 Jahre her, seit die Nazis verurteilt wurden. Und da habe ich mich nur gefragt, wenn man die Bilder dann vergleicht, naja, auch ja. Wir sehen praktisch, dass Menschen ohne das Recht, irgendeinen Anwalt oder andere Leute mit einzubeziehen, sie müssen stundenlang in Käfigen in der prallen Sonne sitzen. Es gab da auch im Fernsehen Berichte drüber. Kein Rechtsanwalt wurde zugelassen über Jahre hinweg. Sie sind ohne Menschenrechte gewesen und daran wird sich auch zukünftig nicht sehr viel ändern. Sind das die Kennzeichen eines modernen Rechtsstaates? Sind das eigentlich die Art, wie ein Staat, der sozusagen den Barbaren eigentlich Demokratie bringen will, wie er das als Vorbild dann vorlebt? Ist das nicht genau die Methode, wie man noch mehr Hass schürt? Also ich muss sagen, als Moslem, wenn ich sehen würde, dass vielleicht Glaubensgeschwister oder Brüder so behandelt würden, ich weiß nicht, ob ich da Sympathie für diese Vorgehensweise entwickeln könnte und ob mich das überzeugen würde vom westlichen Lebensstandard, wenn man diese Bilder sieht. Also ich kenne solche Bilder aus der Schulzeit, aus dem KZ. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten, sagt die Bibel, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Dann werden viele verleitet werden und werden einander überliefern und einander hassen. Die Bibel sagt, es wird eine Zeit kommen, wo Christen wieder verfolgt werden. Und für uns ist heute schon ziemlich gut erkennbar eigentlich, wie sich diese Sachen entwickeln können und werden. Aber Jesus sagt auch, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der sowohl Seele als Leib zu verderben vermag in der Hölle. Werden nicht zwei Sperlinge für ein paar Pfennige verkauft und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen von meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wir müssen keine Furcht haben, wenn wir auf Gottes Seite stehen. Jesus sagt, ich will bei euch sein alle Tage bis zum Weltende. Für uns ist wichtig, eine feste Beziehung zu Jesus zu haben. Alle Menschen werden früher oder später vor dieser Entscheidung gestellt werden, der neuen Weltordnung zu folgen oder standhaft dagegen praktisch Stellung zu beziehen. Friedlich Stellung zu beziehen, denn unser Kampf ist nicht mit Waffen, sondern unser Kampf ist ein geistlicher Kampf. Das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal betonen. Es geht also darum, eine feste Beziehung zu Jesus Christus aufzubauen. Heute werden Christen, die an Jesus glauben, als dem Weg, der Wahrheit und dem Leben, die daran festhalten, sehr schnell mit dem Stigma der Intoleranz belegt und in die Sektenecke gestellt. Sie gelten als unbelehrbare Fundamentalisten oder ähnliches, wobei man mit Fundamentalist Gewalt und Terror assoziiert, wie man ihn von manchen islamisch-fundamentalistischen Gruppen heute gewohnt ist. Dass bibeltreue Christen, die ihren Glauben ernst nehmen, hingegen vom Gebot der Feindesliebe inspiriert sind, wird geflissentlich verschwiegen. Also Christen werden sehr schnell die Terroristen von morgen sein und was mit denen passiert, sagt uns
ganz interessanterweise der Wachturm,